Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Mukbang auf meinem Kanal. Ich habe mir gerade eben was bei Rossmann gekauft und zwar das hier von Erna Bio Nudeltasse, Käse und Brokkoli steht da glaube ich drauf, genau. Hat 1,49 Euro gekostet, ich bin gespannt. Genau, 116 Kalorien auf 100 Gramm, hier sind 65 Gramm drin, vollkommen in Ordnung. Ich habe gerade mein neues Ü-Ei ausgepackt, da habe ich schon wieder so einen Affen drin gehabt. Ich will endlich diesen scheiß Panda haben. Das ist jetzt schon die dritte Sache, die ich doppelt habe. Regt mich irgendwie voll auf. Oh, falls hier auch jemand sammelt, ich habe ein. Ist das ein Kamel, was ich habe? Auf jeden Fall sieht aus wie ein Kamel, habe ich doppelt. Dann habe ich ein Nashorn doppelt und so ein Affen doppelt. Also, wenn irgendjemand Interesse hat, schreibt mir gerne. Genau. Sieht schon ganz fresh aus hier mit den Nudeln. Aber es riecht irgendwie voll hart nach Gewürzen. Okay, ich sollte, glaube ich, noch warten. Ich habe dann noch eine harte Nudel gehabt. Das haben wir schon fast kühl, Mann. Soll ich da jetzt noch mehr Wasser reinmachen? Was ist denn das für eine Scheiße? Da steht 5 bis 7 Minuten drauf. Und ich warte jetzt gefühlt schon eine halbe Ewigkeit. Die Nudeln sind immer noch nicht durch. Meine Fresse, ich habe hier gleich Suppe. Ich habe hier gleich Suppe. Dann stibitz ich mir halt hier eine Bratkartoffel. Dann nehme ich das halt so. Ich war gerade eben bei Rossmann, habe für euch die Live-Folge gedreht. Morgen fahre ich zur Action und ich musste mal dringend in die Stadt fahren wegen Woolworth und Teddy. Das Problem bei der ganzen Sache ist, es pisst bei uns aus Eimern. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist so regnerisch. Überhaupt nicht mehr witzig. Das Problem an der ganzen Sache ist, in der Stadt ist es so windig und mein Regenschirm würde es keine 2 Minuten aushalten. Ich würde dann sofort nass werden. So ein Dreck aber auch. Ja. Ja, schmeckt nicht scheiße, aber ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen. Es riecht zwar richtig hart nach Gewürzen, das gefühlt aber kein Salz und kein Pfeffer, kein gar nichts dran. Schmeckt einfach stumpf. Boah, da ist ja echt kein Salz drin. Dann stehe ich halt nochmal auf. Salz. Oh, diese alten Stühle, ey. Wir waren heute Morgen schon bei Turm, Leute. Oh, Leute, war das heute schon wieder eine Scheiße. Meine Eltern haben sich ja Steine gekauft für den Garten. Mein Vater macht die, soweit es geht, nächste Woche zu Ende. Weil die hier den Weg im Garten bei uns nochmal neu gelegt haben. Meine Eltern haben sich das Haus vor gut 6 Jahren gekauft. Und die Steine, die hier halt im Garten lagen, die waren schon kaputt und... Ja, sahen halt einfach nicht mehr schön aus und sind immer weiter in den Boden gesunken. Es sah halt einfach nicht mehr toll aus. Und deswegen haben meine Eltern sich dazu entschieden, dass Projekt 2022 der Garten sein wird. Genau, und deswegen machen die das jetzt noch zu Ende. Meine Eltern haben sich nochmal neue Steine bestellt. Die hatten welche gekauft gehabt, die letzte Palette, die es bei Turm gab. Haben damit erstmal gelegt, dann ist dieses Projekt ein bisschen größer geworden und die brauchten jetzt halt neue Steine. Haben halt Anthrazitplatten, Granitplatten und helle solche Granitplatten bestellt. Boah, ist das scheiße, Mann. Das ist zum Teil noch roh und fast kalt. Auf jeden Fall wurden wir dann vorgestern, nein. Am Samstag wurden wir angerufen, meine Mama wurde angerufen, dass die Platten da sind, dass die am Donnerstag ausgeliefert werden. Meine Mama hat sich gefreut, weil es keine 4 bis 6 Wochen gedauert hat, sondern nur 2 Wochen. So, jetzt wurden wir gestern angerufen, also am Montag. Und die haben halt zu meiner Mama gesagt, ja, 4 Platten sind auf jeden Fall beschädigt. Es waren insgesamt 64 Granitplatten. Und genau. 4 davon waren beschädigt. Wir sind heute Morgen hingegangen.
haben das mit dem Kollegen abgesprochen, dass wir heute morgens dann da sind. Für mich ist morgens irgendwann, vielleicht bis 11:30 Uhr, ist schon fast Mittag, aber ne? Wir sind dann irgendwann um 10 Uhr aufgetaucht, kurz vor 10 sogar. Wir wollten dann den Kollegen sprechen. Der Kollege ist erst um 11:45 Uhr da. Also 12 Uhr ist für mich schon Mittagszeit. Warum sagst du uns, wir sollen früh kommen, wenn du nicht da bist? Okay, gut. War da halt ein anderer Mitarbeiter, der hat uns überhaupt nicht verstanden. Der hat uns irgendwie nach dem Nachnamen gefragt. Ich habe den Nachnamen genannt. Also, ja, ich habe schon gesehen, was er da auftreibt. Vollkommen falsch. Hab den das sogar Buchstabe für Buchstabe gesagt, hat das irgendwie nicht gepeilt. Der ist mit uns dann zu den Steinen gegangen. Haben wir unsere Steine gesehen und dann haben wir gesehen, okay, 4 Stück sind kaputt gewesen. Okay. Wir haben halt ein bisschen was abgeklärt, dies, das, weil, komme ich gleich noch drauf zu. Wir haben uns dann damit schon abgefunden, dass wir neue Steine bestellen müssen, beziehungsweise dass wir erwarten müssen auf eine Nachlieferung. Okay, wir sind gegangen und sind dann nochmal um 12 Uhr wiedergekommen, damit der andere Kollege, der sich halt mit unserem Auftrag beschäftigt, dann auch da ist. Wir sind dann da angekommen und dann sagt er, also es sind keine 4 Steine mehr kaputt, es sind jetzt mittlerweile 9 Steine kaputt. Meine Mutter guckt nur so an. Woher sind jetzt die anderen 5 Steine? Wie sind denn die jetzt kaputt gegangen? Ja, die Palette wurde wahrscheinlich vorhin, als sie hier in den Raum geschoben wurde, keine Ahnung, falsch gestapelt, falsch abgelegt, keine Ahnung, es sind noch mehr Platten dadurch kaputt gegangen. Meine Mama richtig wütend gewesen, vorhin waren es 4. Und durch den anderen Kollegen, der anscheinend nicht ganz gut damit umgegangen sind, weil die Platten gehen sehr schnell kaputt, sind jetzt noch weiter auf 5 Steine kaputt gegangen. Das heißt, von 20 Anthrazitplatten sind jetzt nur noch 11 zu gebrauchen. Super. So, daraufhin war klar, 9 Platten sind kaputt. 9 Platten können wir nicht einfach so mal eben abholen. Das heißt, es muss wieder eine Lieferung stattfinden, weil pack mal bitte 9 Granitplatten in dein Auto. Dein Auto liegt auf dem Boden dann, die sind wirklich schwer. Ja, oder du schleifst halt mit deinem hinteren Auto-Arsch gefühlt auf deinen Reifen, wenn die das überhaupt aushalten. Naja gut, dann sind wir nochmal zu der Info da gegangen und mussten dann abklären, wie das jetzt weiterläuft. Die 9 Steine haben die uns als Entschädigung mitgegeben, also umsonst. Die werden am Donnerstag geliefert und finde ich nett, dass die uns die 9 kaputten Steine geben. Meine Mama wird bestimmt irgendwas damit anfangen können. Muss man ja nicht wegschmeißen. Genau. Vielleicht irgendwo in die Ecke mit reinmachen oder sowas. Ein bisschen gerade abschneiden oder sowas. Dann geht es bestimmt auch. So, jetzt ging es aber darum. Wir haben die Lieferung schon bezahlt. Wir haben diesen kompletten Auftrag haben wir schon bezahlt. Und das ist wirklich keine kleine Summe. Auf jeden Fall ist da halt diese Lieferung mit bei. Ich glaube, die Lieferung kostet zu uns, wo wir halt wohnen, glaube ich, 30, 40 Euro oder sowas. So, da aber jetzt eine Nachlieferung stattfinden wird, wer übernimmt diese Lieferung? Wir haben uns so angeguckt. Nach dem Motto, ja, sie. Ich wette mit euch, wäre meine Mom da alleine gewesen, hätte sie die Lieferung wahrscheinlich noch bezahlen müssen. Dann habe ich aber den Oberklugscheißer raushängen lassen und habe gesagt, hören Sie mal, wir können nichts dafür, dass der Hersteller bzw. die Firma, die diese Platten hierher bringt, die Platten beschädigt hat. Und wir können dann ebenfalls nichts dafür, dass statt 4 Platten dann noch weitere 5 Platten von ihrem Kollegen kaputt gemacht worden sind. Das ist nicht unsere Schuld. Dementsprechend ist es auch nicht unsere Schuld, dass das jetzt alles hier passiert ist. Und wir müssen auch deswegen nicht die Lieferung bezahlen, weil es ist Schuld ihrerseits und nicht von uns aus. Da guckt er mich an, hat er überhaupt nicht mit gerechnet, dass ich mit gegenkonter. Die haben zwar nicht gesagt, dass wir die bezahlen müssen. Ja, aber ich habe das schon an deren Blicken gesehen, weil keiner von denen irgendwas gesagt hat. Und dann meinte der eine nur, ja, Moment mal, ich hole jemanden. Dann ist wohl, glaube ich, der Abteilungsleiter von der Abteilung da gekommen, keine Ahnung. Ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, warte, sag jetzt bitte einfach nichts, ich rede erstmal mit den Herrschaften. So, habt ihr das erklärt? Ich so, wir haben 63 Platten bestellt, 63 Granitplatten, 20 davon waren Anthrazit. 4 davon sind beschädigt angekommen und 5 weitere wurden von einem ihrer Kollegen beschädigt. So,
Wie sieht das jetzt aus? Wir können nicht 9 Granitplatten in unser Auto schleppen und die hier abholen, weil am Ende liegt unser Auto dann auf dem Boden. Auch wenn meine Eltern ziemlich große Familienwagen haben. So, wer übernimmt die Lieferung zu uns nach Hause? Weil es wird eine zweite Lieferung geben, eine Nachlieferung geben. Haben wir zu dem klipp und klar gesagt, es ist nicht unsere Schuld, sondern die Schuld von der Firma, von dem Hersteller, wie auch immer, wo auch immer diese Scheißplatten herkommen und von ihrer Mitarbeiter. Ich sehe es nicht ein, nochmal eine Lieferung zu bestellen, zu bezahlen. Habe ich den nur so angeguckt. Ich so, wir können das gerne so machen. Ja, wir gehen jetzt hier gleich aus dem Laden raus. Besprechen das Ganze nochmal mit meinem Vater, dass er das Ganze zustimmt. Kommen hier wieder rein, stornieren diese ganze Bestellung und sagen, wir möchten die Lieferung nicht mehr haben. Nehmen unser Geld wieder zurück. Und sie dürfen dann zusehen, wie sie die Steine, die wir bestellt haben, wieder verkaufen. Fand er überhaupt nicht witzig, dass ich das dann gesagt habe. Ich bin natürlich rausgegangen und hätte meinen Vater angerufen. Mein Vater hätte gesagt, nein, regeln wir irgendwie anders. Meine Mutter hätte wahrscheinlich die Nachlieferung auch bezahlt, weil sie braucht diese Steine. Aber ich wollte halt so ein bisschen, so wisst ihr, keine Ahnung, ein bisschen Druck machen. Auf jeden Fall hat er uns angeguckt und dann gesagt, nein, 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 nein. Nein, nein, es ist schon klar, wir übernehmen die Lieferung, die Lieferkosten, geht komplett auf unseren Nacken, geht auf Toms Nacken. Und dann habe ich mir schon gedacht, ah, okay, jetzt geht's auf einmal. Die haben nie gesagt, dass die das nicht übernehmen, nie. Aber die haben geschwiegen. Die haben geschwiegen und nichts gesagt. Naja, jetzt kriegen wir 9 weitere Granitplatten geliefert innerhalb der nächsten 4 bis 6 Wochen. Wahrscheinlich kommen die auch wieder nach 2 Wochen. 9 Granitplatten haben wir jetzt umsonst von Tom bekommen. Doch. Da ist einer halt gewesen, der war so richtig komisch drauf. Und der Azubi, der uns die ganze Zeit bedient hat, der wirklich nett war, der hat am Ende gesagt, das geht auf Toms Namen. So, irgendwie ganz komisch, da weiß ich nicht. Ich finde Tom im Allgemeinen, das ist wirklich ein, ich sag mal so, ein guter Baumarkt. Da kann man sehr schöne Sachen finden, sehr schöne Sachen kaufen. Meine Eltern haben da sehr viel gekauft. Aber nur weil das halt der Baumarkt hier in der Nähe ist, ansonsten müssen wir komplett nach Bremerhaven fahren, nach Hornbach. Aber die Preise bei Tom sind wirklich nicht gerade witzig. Also wenn ich die mit anderen Baumärkten vergleiche. Schöne Nummer. Meine Mama hat sich irgendwas an so Dekosteinen geholt. Und die waren bei Tom für 2,49 €. Und bei Hornbach für 1,79 € oder sowas. Zählt euch mal diesen Preisunterschied rein. Hätte sich für uns aber leider nicht gelohnt, wegen Sprit und so weiter und so fort. Ich sitze hier gerade alleine, ich darf das. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Warum habe ich so einen kleinen Löffel geholt? So, fertig. Was sage ich zu dieser Nudeltasse? Holt euch die nicht. Ich habe über die Hälfte noch roh im Mund gehabt. Und ich habe kochendes Wasser dafür benutzt. Ist nicht meins. War in Ordnung. Aber nee, nicht nochmal. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Abend, wie auch immer. Ich werde das Video jetzt gleich hochladen. Ich wusste nicht, was ich euch heute erzählen soll. Das war das einzige Spannende, was es heute gab. Das neue Granitplatte kaputt zu machen. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi!